Hallo Leute, heute fangen wir mal ganz anders an. Wir haben in Berlin bei Michael Rist haben wir eine ganz nette Person kennengelernt, und zwar ist das die Rita Maaßen. Sie hat auch schon Bücher rausgebracht. Oh Gott, jetzt fehlen mir noch die Wörter. So spät ist noch gar nicht heute. Und ich fand sie ganz interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen was Tolles dabei. Einmal nur mit Ponchos. Dann hat sie noch eins mit Tüchern und eins für Lace-Stricken aus Sockengarn. Also es ist ganz interessant, voll toll, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und es ist auch vieles dabei für Anfänger. Da kann sich jeder rantrauen. Es sind ganz einfache Sachen auch da drin, wie jetzt zum Beispiel in dem Buch sind super Anleitungen drin, auch nochmal nachzuvollziehen, sämtliche Sachen, also das ist wirklich ganz toll. Sie hat schöne Sachen reingebracht, gefällt mir sehr gut. Mal einfach so einen kurzen Einblick, auch so hier mit dem Schulterteil, das kleine Cape. Also wirklich ganz zauberhafte Sachen. Und das kann ich eigentlich nur wärmstens empfehlen. Verlinken wir mal unter dem Video für euch. Genauso wie jetzt hier das mit den Schals, also das ist einer schöner wie der andere. Oder auch Tücher, ne? Ist halt sehr, sehr schön. Auch die Farben finde ich ganz toll. Ja, ist besser, toll, wenn du das ein bisschen hochhältst, weil mir spiegelt immer die Lampe im Bild. Das ist gut. Okay. Ja, super. Finde ich auch ganz toll mit den zwei Grüntönen, ne? Dann hier mal was mit Taschen drin. Also ihr seht schon, sehr vielfältig. Ganz toll. Also ich finde das super. Gefällt mir unwahrscheinlich. Hier haben wir dann noch was für Lesstricken. Lesstricken finde ich auch ganz interessant, persönlich. Hier sieht man auch mal, hat man auch mal nochmal einen Einblick. Hat so voll meine Farbe erwischt. Also es gefällt mir sehr gut. Auch so diese kleinen Säckchen. Also jetzt gerade auf Weihnachten wäre das ja auch eine ganz süße Idee. Mhm. Ne? Einfach nur mal sowas in der Richtung zu machen. Mhm. Finde ich toll. Wie gesagt, tolle Muster. Einfach nur tolle Bilder. Tolle Bilder, ja. Es gefällt mir auch sehr ganz gut. Ganz professionell gemacht, muss man echt sagen. Gefällt uns sehr. Ja. Ganz, ganz toll gemacht. Also ist wirklich ein schönes Buch. Hm. Auch hier, ne, mit dem Glas dahinter im Wind, mit einem Windlicht in dem Säckchen. Also wirklich zauberhaft. Was nicht, kannst du das so einfangen mit dem, dass es auch leuchtet. Kann schon. Also wirklich ganz süße Sachen dabei. Und vielleicht auch das ein oder andere für euch. Ich würde mich freuen, weil ich denke mal, das sind wirklich ganz klasse Dinge. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen noch mehr zu sehen. Ja, bestimmt. Hm? Könnte ich mir vorstellen, ja, dass das also klappt. Das denke ich auch. Also wir senden mal auf jeden Fall liebe Grüße an die liebe Rita. Ganz, ganz toll. Und wir wollen jetzt zusammen zur Messe fahren im nächsten März. Da gibt es irgendwie eine Messe, eine ganz große in Köln oder wo war die? Da fahren wir mal zusammen hin dann. Wollmesse. Genau. Ja, da wollen wir unbedingt mal hin. Sei ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Genau. Nein, wir sind ja auch weiterhin in Kontakt. Genau. Das ist auch ganz toll. Also wirklich super Bücher, kann ich nur weiterempfehlen. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Machen wir mal hier weiter. Und zwar, jetzt denkt ihr, ach Gott, was hat denn da jetzt wieder? Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe einfach nur ein paar kleine, süße Armstulpen gemacht. Zieh doch mal an. Zieh ich doch an. Ach Gott, die sind ja süß. Die sind voll niedlich, gefallen mir auch. Oh. Und das Schöne dabei, ihr könnt einfach nur Restwolle nehmen, Leute. Oh ja. Einfach nur Restwolle, es ist ganz einfach. Ich habe oben wirklich nur ganz einfach angefangen mit zwei links, zwei rechts und habe hier oben aber auch die doppelte Maschenzahl, muss ich sagen. Ich habe 86 drauf und habe dann in der nächsten Reihe, wo ich dann angefangen habe, einen neuen Faden zu nehmen, also eine andere Farbe, habe ich das Ganze halbiert. Das heißt, ich habe die Rechtsmaschen genauso wie die Linksmaschen nur in eins, links, eins, rechts, dann weiterführt, indem ich sie einfach zusammengestrickt habe und dadurch enger geworden bin. Und somit hat man den Effekt, dass das hier so ein bisschen weiter ist. Das ist toll. Total warm, also angenehm, trotz alledem, ja. Loch für einen Daumen? Nur Loch für einen Daumen, also wirklich einfach nur so 4 cm aufgelassen. Was für Anfänger? Das ist was für Anfänger, weil ich das glatt gestrickt habe gerade. Ich habe das nicht auf ein Nadelspiel gesetzt, weil ich denke, das ist für Anfänger dann doch immer schon eine kleine Herausforderung. Und habe sie einfach nur zugenäht. Ne? Ich habe dazu die Anleitung für jede
Farbe, wie viel rein und so weiter, habe ich noch dementsprechend aufgelistet. Das bekommt ihr selbstverständlich am Ende des Videos wieder eingeblendet. Aber sonst finde ich die total niedlich, total schön und warm halten. Das ist das, die Hauptsache. Selbst meine Finger sind dabei nicht kalt, komischerweise. Und meine Haare habe ich auch schon wieder eingefädelt. Hast du da eingestrickt? Ja, immer wieder. Nein, also wirklich eine ganz einfache Sache und sieht wirklich ganz süß aus. Also ich finde sie ganz niedlich geworden. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Ansonsten kann ich da nur sagen, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.